Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19, willkommen zurück hier auf der Gemeinderade mit dem lieben Florian und dem lieben Sebastian. Hallo! Moinsen! Moin! So, ich bin in der Zwischenzeit schon mal hier zu Feld 30 runtergefahren, da wo der Philipp auch schon am Ansehen ist. Ah ne, der arme Unimog, ey. Ne, er sieht noch nicht, dass noch der Helfer was ansieht. Er ist nochmal gerade schnell Kleinen Talmin. Oh Gott. Der arme Unimog, ey. Wieso? Ich weiß nicht, ob das so gesund ist für den. Ich hab gerade dem das Mewig angeschnallt, ne? Ja. Der ist vorne ein bisschen arg leicht. Oh, Helfer geht. Aber der Folge ist beendet. Erfolgreich, der Hell und ich komm nicht um die Kurve rum. Wo bist du denn gerade so gegangen? Ich an der Hofausfahrt. Da. Wo hast du denn was vergessen? Zum in die Kuhwiese, oder? Bei der Kuhwiese, ja. Okay. Aber ich bin vorne ein bisschen arg leicht. Ja. Das ist nicht so gesund, glaube ich. Die arme Hinterachse. Ja, das kann gut nur die sein. Okay, es ging nicht arg weit runter. So. Da hinten schon schön. Ich bin gerade mit 80 um die Kurve rum, also er ist nicht umgeflogen. Ja, gut. Also den Test hat er jetzt auf jeden Fall bestanden. Donimog, ja. Ein Stern bekommt der Abzug in Google, weil er zu leicht vorne ist. Da war vielleicht ein Müllhaufen. Ja, das ist jetzt ja ein Einbinder mit dem Müllhaufen. Mal schauen, ob ich den Bänder noch dran habe. Ich bin gerade ein bisschen zu schnell gefahren. Also da bist du. Das ist auch die erste Sahne hier. Alter, mein Traktor und die Simmer sieht schon wieder aus hier, das geht doch nicht. Komplett eingestaubt. So, nehmen wir gleich die Bahn hier wieder. Ich mähe vorne nicht alles. Ich fahre jetzt einfach mit den Zeiten wie bergab. Guck mal ganz kurz auf die Karte, der Synchro ist mal wieder, ja, aber der eine oder andere kennt man ja. Die 30 ist im Wachstum, die 5 kann ich ganz. Wieso ist auf der 5 Sonne? Egal. Hast du auf der 5 Sonne Blumen angesehen? Nee. Aber die Synchro. Ist nicht so ganz ich optimal. Die empfehlen sich zu beeilen. Bin gleich schon an der Wiese. Ich hab fertig im Bett, warte ich. Ich ganz gut nachgucken, was macht jetzt wer? Okay, er wartet beim Schwarten und er hat den Wenn. Also, tu wieder rein Schwaden. Welchen ist glaube ich immer so über zwei Runden fährt und dann zu einer Bahn zusammenschwadet? Oder nee, ich tu grad bloß reinspannen, damit der Sebi nicht alles rausschmeißt. Ihr denkt mit! Okay, also nach dem Feld braucht die Sämaschine auf jeden Fall reparieren. Einmal wenden.
Und jetzt haben wir die Bahn hier. Nur ganz kurz nachgucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser ausschaut an kleinen, aber leichter versuchen als. Was meinst du? Ich hänge jetzt den kleinen Arion an die Mehwirke ran. Und schwade dann mit dem Unimog. Ja, zum Transport, ja. Weil da ist der Unimog definitiv vorne zu leicht gewesen. Ja. Hat der kleine, der kleine Arion hatte jetzt Breitreifen oder normale Reifen jetzt auch drauf, oder? Ja. Ja, okay, dann sieht's ein bisschen noch besser aus. Ich glaube, mit Fliegebereifung wäre ein bisschen suboptimal. Minimal. Oh, du schaut sogar ganz okay aus. Das ist gut, das passt. Oder auch nicht. Ich hüpfe ein bisschen. Also. Ja, aber ja, es okay, geht. Das ist aber auch. Ich habe gerade die Karte offen. Ja. Der Weg ist minimal warm. Was? Alles gut, das, nix nichts. Das ist die Synchro-Flo. Ja. Und plötzlich hat er gesagt, ist er wieder nach rechts rüber gefahren. Das war die Synchro. Ja, ja, war die Synchro, alles gut. War nix. Niemand hat was gesehen. Der schneidest du aber raus, oder? Hallo? Das war mein erster, damit du das rausschneidest. Natürlich, natürlich. Danke. Danke für nichts, weißt du. So bin ich doch. Ja. Das war die Synchro. Oh. Wieso steht der Unimog noch hier? Weil ich mit dem gleich zusammenspare. Wo bist du mit dem Maniac? Oh, komm ich da rum? Boah, knapp um. Ich brauch nochmal lang. Philipp? Oh Gott, hä? Ist die gerade. Heißt erstmal wieder sehen. Oder bist du fertig? Noch nicht ganz, dein oberer Teil steht noch teilweise. Hier unten habe ich es aber dann gleich bei mir. Mach mal kurz. Ist da oben noch was? Ja, oben ist noch was. Nein, ich meine oben. Doch, ja, da.
könnte, ja. Löschbahn. Philipp? Ja. Du kannst eigentlich gleich, wenn du das Schneeweg nach Hause gebracht hast, gleich hier nur sparen. Weil ich gleich fertig bin. Ich brauche schnell mal heimfahren. Hier kannst du auch schon sparen. Ich muss jetzt mal kurz was umstellen, aber ich habe eine Doppelbelegung. Oh ne, du. Doppelbelegungen sind immer nervig. Mhm. Wie heißt denn das überhaupt? Burreißer. Letzte Ecke ist dran. Zack, passt. Dann gucken wir da oben nochmal hin. Ich finde das nicht. Hm? Was suchst du denn? Karte. Hier ist was passiert. Da. Als ich aus der Wiese rausfahren wollte. Oh. Das hat man gespürt, Alter. Endlich! Du musst dann nur irgendwie wieder raus. Was hast du denn angestellt? Hab mich voll verkrampftet. Aber hab ich wieder gelöst. Aber jetzt muss ich wieder alles anlegen. Da rein. Alter, als ob dieser kleine Streifen da stehen bleibt. Man kennt die doch. Der 30 ist dann fertig, Streifen. Oder? Ja. Alter. Das Junge. Oder geleckt. Das hat aber gar nicht. Meine Speicherung? Nee. So, Welt 30 ist fertig, das heißt zum Hof alles waschen und durchreparieren und dann gucken, was es als nächste Aufgabe gibt. Was kannst du schwaden? Spaden mal zwei vom Händler ab. Ja, kann ich gerne machen. Ja. Das war hinterm Zaun und ich wollte an Flitzchen nerven. Ich mache einen starken Bauer an, oder? Schau ihn nochmal.
hab eine andere Lösung gehabt. Okay. Ich kann es zwar, aber jetzt muss ich zum Händler fahren. Wegen der Lösung. Okay. Kennst du die Lösung nicht? Oh Gott. Sag mir ja nicht die Stange. Die Stange. Die liegen am Zaun fest. Warte. So, fahren wir. Eine Verschlanke. Einmal durch Waschinski. Jetzt muss ich kurz das ausschalten. Zeit drin im Hof. An einfach gekonnt an der Ding vorbeigeschossen. An der Halle? Ja. Das mit 50 in die Kurve rein. Nein. Einfach gekonnt vorbeigefahren. Ich schieße jetzt mit 50 in die Kurve rein. Mist. Der Verkehr hat mich wieder aufgehalten. Schön elegant mit 53. Mit 67 Kurve und elegant gegen die Mauer. Oh Gott. Gewicht ist sauber, dann mit noch die Sämaschine. Ey, der MB3 hatte doch mal dickere Reifen drauf. Ja, die hässlichen da. Alter! Michelin Breitreifen, Alter. Da ist wieder da. Überhaupt ich hab da nicht Michelin drauf geklatscht. Das war entweder, es waren entweder Michelin oder Fälle, Breitreifen. Auf alle Fälle schaut der so klein aus mit den Reifen, was er jetzt drauf hat. Flo, wenn du schon schnell putzt, die Reifen kannst du meinen. Das ist halt seine normal. Nein. Das sind halt die Standardbereifung, gell? Ja, aber es ist halt. Mach mal die Nummer haben. Größer drauf auf den MB-Truck. Aber ja. Die Trelleborg. Oder soll ich die 710er drauf machen, die breiteren Trelleborg? Nee. Ich mach die 600er drauf. Schaut wenigstens nach einem MB-Truck aus. Nein, der braucht Niederbarrieren. Ja, jetzt schaut er gleich viel bulliger aus. Ich würde gern pressen mit dem Case. Wir müssen, ja, kann ich gerne machen dann. Wir müssen dringend schnell dieses Tab-Ding ins mit draufnehmen. Tapsige Tappen, die aktivieren meinen Schuh. Nein. Im Menü tappen. Beim Reparieren. Ja, das bräuchte ich noch. Aber eine müsste mir vorausfahren zum Schwaden. Meine Fresse. Und ich mach's jetzt fürs Menü, ich hab keinen Bock mehr. Haben wir uns nicht geeinigt, dass ich presse und du schwaderst? So, passt. Philipp? Okay, passt. Warte, ich steig gleich aus. Ich stande. Ich muss ein Stück was fahren. Unsere Gülle fast minimal kaputt.
Der letzte, der wo damit gefahren ist, warst du, Flo. Ja. Normalerweise muss man da nicht viel reparieren. Nee, muss man auch nicht, oder wieso meinst du? Warum hab ich's denn reparieren müssen? Weil man es immer reparieren muss, wenn es im Einsatz war. Überhaupt bei zwei Filtern. Lülef muss man einfach bloß schauen, damit man nirgends anfahrt und Gülle verzichtet. Ja, in der Lässe ist aber nicht so. Ja. Oh Gott, das ist schon geil. Oh, ich bin auf der Lampe hier oben. Ist nicht ganz so egal. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, tappt am allerbesten nicht durch. Vor allem an dich, Flo. Weshalb? Also wegen der Rucklern? Nein, was anderes. Okay. Ich muss eh so gut wie nie tappen. Wo häng ich? Ach so, ich hab... Ja, man sollte vielleicht auch das Gewicht aufheben. Ja. Boah, ganz knappe Sache, aber ich bin schon rausgekommen. Millimeterarbeit, hm. Muss man auch mal können. Wollen wir alles zu Ballen machen, oder? Ich würde schon alles Ballen machen. Okay. Weil das lose Zeug ist ja bloß vorübergehend. Ich würde aber dann auch einen großen Teil mal verkaufen an Heu. Schlecht gibt's ja Heu gar nicht. Nee, gibt doch ganz gut Geld auch. Stell ich jetzt den Ladewagen hin. Zwei drüben. Sebi. Was? Du hast du den. Egal. Ich du hast den Wender nicht auch ganz aufgeräumt. Flo, schwartest du kurz bitte für mich? Achso, ja, warte. Aha. Weil ich bin gerade hier dabei, hier im Hofer mal aufzuräumen, das ganze Heu, was in den Ladewegen war. Jetzt zu machen, aufräumen, durchspülen alles einmal. Ich glaube, das Heu in den Ladewagen ist auch nicht mehr so ganz gut zum hernehmen. Doch. Wieso? War zwar schon seit 5 Wochen da drin, aber egal. Es hat's ja nicht angeregnet. Stimmt auch, oder? Das war auch trocken. Ja, stimmt, das war ja ruhig. Ja, okay, dann ist... Nicht so schlimm. Bei Stroh wäre schlimmer gewesen. Ja, oder Gras. Nee, Stroh ist noch schlimmer. Das fängt gleich zum Brennen an. Ja. Ich fahre jetzt mit meinem Vordergewicht wieder zurück zum Hof. Das ist noch sehr gut. Ich muss sagen, der Bandschwader war schon wirklich eine gute Investition. Jo. Gute Johnny, muss mal durchgespült werden hier. Ja. Ja, nicht mehr ganz so frisch ausgeschaut. Aber wir sind für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Jetzt kommt nochmal der legendäre Spruch. Ein Däumchen mehr ein Träumchen und kostet euch keinen Cent. Wenn ihr wollt, ist unten auch noch ein roter Button. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, den bitte grau machen und Glocke aktivieren. Und dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Sonntag und wir sehen uns ja dann heute noch zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade. Und bis dann, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.
couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.